Ja, hallo zusammen, hier ist der Flux von unserer 70 mit einem weiteren Gastreplay und es geht weiter mit dem Clan Barco bzw. Leute daraus und guckt mal, wer da ist, der Thompson's Double X, diesmal mit dem Scorpion G auf Fischerbucht im Süden gestartet, 10er, 9er, 8er Battle, wir haben hier 3 10er, 5 9er, 7 8er, darunter 4 Heavys, 5 Mittelpanzer, 5 TDs, 1 Light und 0 Arti, das freut natürlich alle. Dass hier keine Arti am Start ist. Und ich wundere mich gerade über dieses Setup hier. 25 mal AP, 3 mal APCR Premium Munition und 2 mal HE. Und zwar Standard Munition 490 Damage, 246 Durchschlag. 3 mal die Premium APCR mit 311 Durchschlag. Und HE hat ja 630, 65 Durchschlag. Einzige Zeit hat er hier 2 Sekunden Nachladezeit. 10,57 Sekunden. Eine Gunmark drauf. Tschüss. Da geht der erste schon mal hinüber. T30 ist aufgegangen. Alter Schwede. Also T30 hier. Also ich wäre in die Stadt gefahren mit einem T30. Wollte ich mal ganz locker mal sagen. Aber nicht hier auf freiem Feld, ne? Ja. Dann hat er kleines Red Kit, kleines Med Kit, kleiner Feuerlöscher und Scherenfernrohr. Diese Position fahre ich nicht an mit dem Scorpion G, also wenn ich mal hier bin. Ja, lohnt sich aber anscheinend. T30 erstmal rausgenommen, die gegnerischen. Beide Seiten haben den T30 verloren. Ja, auch interessant, dass die Gegnerseite der T30 auch hier auf diese Zweierlinie gefahren ist. Sehr ungewöhnlich. Also für mich. Ne? Eine Mission hat auch am Start. Das ist Jagdpanzer 4 Hinterhalt in Richtung Objekt 260A. 260, nicht A, sondern 260. Ja, ich weiß nicht, ob er das schon hat, das Objekt, ob er die wieder aktiviert hat. Es ist auch egal. Ich habe es erwähnt. Ja. So, schauen wir mal, was hier so weiterkommt. Freut mich da ganz besonders, dass wir jetzt noch ein einzelnes Replay haben mit ihm. Bisschen Geduld. Ja, mir schwant was. Ich hatte gestern ein Gefecht auf Karelien. Und es kommt mir so vor, ich muss das gleich nochmal gucken. Es kann sein, dass der gute Thompson Double X in meiner Runde mit drin war. Das muss ich mal schauen. Sage ich dann in den Stats. Jawohl, dann haut er erstmal den FV 4202 ein in die Reihen. Dafür kriegt er aber vom Progetto 65 eine. 396 abgeknabbert. Hier zu 2. Viel ist noch nicht. Ist auch noch frisch die Runde. Naja, 4,5 Minuten, ne? Das sind andere Gefechte schon. Ups, Sauerstoffmangel, leichter Gena. Ja, andere Gefechte schon am Ende. Bei 4,5 Minuten. Gott sei Dank heute jetzt mal, oder zum Glück, sagen wir nicht Gott sei Dank, sondern zum Glück, mal eine längere Runde wahrscheinlich. 5 zu 2 steht es. Ja, warum wundere ich mich über die 23 mal AP? Weil ich meistens eigentlich halbe gemacht habe. Vielleicht ein bisschen mehr HE hatte ich, habe ich. Und ich drücke meistens immer auf die 2, weil... Wann kriegt man schon mal welche von der Seite, ne? Es kann auch sein, dass ich da falsche Positionen anfahre mit dem Teil. So, ELC EVE 90. Die kleine Mistfliege. Der Nummer 5 auf Kette. Mit Kanone. Ne? Könnte man auch Wally sagen, ne? Wally mit Kanone. Der ELC EVE 90. Jedenfalls, wenn der über die Pläne hascht,
dann denke ich immer an Wally. Ich weiß auch nicht warum. Na, dieser kleine Räubenpanzer, der zuletzt auf der Erde ist. Habe ich den Film manchmal mit den Kindern zusammen. So, jetzt erstmal ein Line Shot in das Gebüsch. Über uns der Flieger. 5 zu 3. Ja, ich unterhalte ein bisschen, weil so viel sehen wir jetzt gerade hier nicht. Das kommt alles noch. 5 zu 3 steht es auch. Ja, schöne Breitseite in den Tiger. Beziehungsweise Jagdtiger. Ja, ich habe den Jagd vergessen, vor dem Tiger zu sagen. So, Projector 46 steht hinter dem Haus. Fahr mal ein Stück zurück. Nee, will er nicht. So, Jagdtiger. Der 9er, ne? Der andere wäre der 8-8er. Der 8er. Ja, komm mal noch ein bisschen vor. Ja, 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 ja. Oh. Bisschen. Och, Mensch, Objekt. Warum hast. Och, Objekt 416, also wirklich. Das war doof von dir. Okay. In der Zeit kann er erstmal das Objekt 704 penetrieren. Oh ja. Mach das nochmal. Nein. Ja, kann man probieren. Ja, die Kanone schießt sowieso nicht geradeaus. Auch nicht, wenn man einzielt. Ja, das ist ja... Der Stopping G ist ja so... Ja, wurde ja so schlecht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum man den noch Jagdpanzer überhaupt nennt. Ja, schade. Da war jetzt der Reload noch im Gange. Ja, dafür hat es fürs Objekt gereicht. 704 rausgenommen. Zweiter Kill. So, jetzt heißt es auf die Gegner warten. Ich nehme in der Zwischenzeit nochmal einen Schluck kalten Kaffee. Oh nee, da haben wir ein STA-1 in der Querfahrt. Jawohl, 483 als Geschenk. Das gibt Seitenbelüftung. Und in 3 Sekunden haben wir nochmal. Gleich nochmal eine der. Und angesteckt, glaube ich, nur sogar. Jawohl. Dritter Kill. Erstmal den STA-1 abgefackelt. Jetzt der Projector 46 auch begrüßt. Endlich mal. 516. Ich hoffe, dir gefällt das Geschenk. So, ich sage Prost, trinken Schluck Kaffee. 11 zu 11 steht es. Wir sind bei 3505 Damage, 42 Aufklärungsunterstützungsschaden ist unwichtig in dem Sinne. So, Projector 65. Oh, der war lucky. Der war lucky. Weißt du, da zieht es mit dem Teil komplett ein. Die Gegner stehen und das Ding schießt vorbei. Und jetzt erstmal so aus der Hüfte raus, kurz eingezielt und bam, einen reingebraten. So, Löwe, 60 dp. Fahren da freudig strahlen quer. Ja, 60 dp. Das ist ein Monster, dieser 60 dp, ne? Oh, ich habe diese Reihe noch nicht. Oh, wenn der mit seiner über 700... Was macht der? 750 Damage, ne? Macht der. Wenn der zuschlägt, glaube ich. Ernster Rivale, wenn du 10er spielst. 60 dp. Oh, oh, da wird schon wieder gemeckert im Chat. Ich will Schokoeis, ich will Vanille. Oh, ich hab Schnupfen. Bots, heule, heule. So, wir wollen erstmal ein bisschen die Gegner anlocken hier, wa? Der Jagdtiger, der Manfred steht schon drin.
Manfred C79, ja, da würde ich mal sagen, Oktober 79, ne? Entschuldigung, aber hast dich jetzt gerade verraten. Oh. So, Projektor 46. Jawohl, da trifft er wirklich den letzten Hauch von dem Projektor 46. Vierter Kill. So, bei den Gegnern, also zwei Gegner sind bei uns im Cap. Also bei denen im Cap. 60 TP und Löwe. Das muss jetzt der Jagdpanzer E100 klären. Der muss einen D-Cap bringen. Och nee, nicht im Ernst. Leute, macht doch nicht sowas. Ah, einer ist aus dem Cap rausgefahren. So, so. Ja, cappt er jetzt Thompson Double X durch? So, hier wird ein Zug angeboten mit dem Jagdpanzer E100. Der hat 3 Kills. Los, nimm an. 6. Tatsächlich, wird durchgekippt. Guck einer an. Ja, dann ist das halt so. Ja, Sieg, ne? Was soll's? Die Sache ist durch und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, ich habe eben nochmal schnell nachgeguckt. Gestern das Replay bei mir auf Karelien, das war mit dem Kranwagen und das war nicht der Thompson Double X mit dem Scorpion G, das war ein anderer Mitspieler. Und Gott sei Dank, zum Glück, sonst hätte er gesehen, was ich da auf Mist gebaut habe mit meinem Kranwagen. Jedenfalls, wie doof ich mich da angestellt habe. Und ja, okay. Ja, dann haben wir hier das Panzer, dann haben wir Brandstifter und dann haben wir Kämpfer, Wirkungsfeuer, 281.785 Credits XP, kommen wir später. Und dann haben wir hier die Eroberer-Medaille für 100% Eroberung. Ne, gibt's die. Dann haben wir den Teamscore 4706 Damage für Kills, 1345 Basis-XP. Immer dir ein Report, 63 Mal geschossen, 11 Mal getroffen, 10 Mal durchschlagen. 4191 Damage über 300 Meter. Ja, dann hat er hier Unterstützungsschaden 42. Der Rest hat er selber eingehamst. Wie gesagt, 100% Eroberer. Ne, Medaille bekommen und dann sind wir gefahren 2 Kilometer fast und dafür gab es 78.438 Credits, persönliche Reservenbonus 58.829, Missionsbonus 105.299 und dann haben wir hier 281.785 Credits, abzüglich Repair und Munition bleibt 258.284 Credits über. Stolze Summe. Ja, das Ganze hat ein bisschen länger gedauert. 11 Minuten 36, mal ein bisschen länger, ne? Musste mal ein bisschen warten. Das TD-Spiel ist halt so mal. Ja, dann haben wir hier die Basis-XP bei 2 für den ersten Tagessieg. Dann Premium-Fahrzeug, natürlich ist das Scorpion G. 202 XP und dann gibt es hier nochmal zweimal die persönliche Reservenbonus in freier Erfahrung, ne? Macht eben 4238 XP und 505 freie Erfahrung. Ja, schöne Geschichte, schöne nette Runde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.